auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Nico, aus meiner Sicht habt ihr eigentlich eine ziemlich gute Leistung abgeliefert. Es war ein tolles Oberligaspiel, leider nicht mit 3 Punkten belohnt worden. Wie siehst du das Spiel und den Spielverlauf? Ja, die ersten 15 Minuten kamen wir nicht so ins Spiel, wie wir es wollten. Und nach den 15 Minuten denke ich, dass wir eine super Partie abgeliefert haben und als Mannschaft aufgetreten sind. Und das 2:2 können wir auch 3:2 gewinnen, so wie wir die Chancen hatten, auch, aber auch andersrum. Aber jetzt nehmen wir den Punkt mit und konzentrieren uns auf Donnerstag. Ihr seid ja in Rückstand geraten, du hast es schon angesprochen. Was ist dann passiert? Also ist dann irgendwie ein Druck durch die Mannschaft gegangen oder so? Ja, es hat ja schon beim Trainer angefangen und ich denke, die Mannschaft hat das gespürt, als er draußen ein paar Anweisungen gegeben hat. Und als Mannschaft kam halt wieder stark zurück, so wie am letzten Wochenende gegen Balingen, so wie es war. Und ich denke, dass wir eigentlich recht zufrieden sein können mit dem Punkt. Du hast in der Startformation gespielt, bis zur Halbzeit ausgewechselt worden. Warum die Auswechslung und wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Zufrieden mit meiner Leistung war ich heute nicht, weil ich kann eigentlich mehr. Und so wie man es ja gesehen hat, es war eigentlich ein ganz normaler Zweikampf. Ich weiß nicht, warum sie dann mir gelbe Karte gibt. Und es ist halt heute nicht mein Tag gewesen. Ja, du bist ja neu dazugekommen in der Winterpause. Wie hast du dich jetzt eingefunden? Ja, also die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich kenne ja hier schon ein paar Spieler von KSC-Zeiten und alles und ich fühle mich hier sehr wohl. Wie ist der Wechsel zustande gekommen? Ja, Pforzheim habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt und dann habe ich halt Kontakt mit den Spielern immer gehalten von früher und die haben es mir dann mit dem Trainer noch ermöglicht, dass ich hierher kommen kann. Wie geht's jetzt weiter? Ja, am Donnerstag wird ein hartes Spiel für uns gegen Bissingen. Und wenn wir halt jetzt wieder so eine Leistung wie letzte Woche und heute zeigen, dann können wir da einen Zähler mitnehmen. Nico, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.